Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe St. Wenderinnen, liebe St. Wendler, verehrte Gäste, ich begrüße Sie zu unserem Neujahrsempfang 2024 und heiße Sie herzlich willkommen hier im St. Wendler Saalbau. Ich freue mich sehr, dass Sie mal wieder in so großer Zahl gekommen sind und das zeigt mir, dass Sie an dem Geschehen in unserer Stadt sehr, sehr interessiert sind. Unter unseren Gästen möchte ich namentlich begrüßen und heute fange ich mal etwas anders als sonst an. Ich begrüße unseren Ehrenbürger, meinen Amtsvorgänger Klaus Bouillon. Herzlich willkommen, Klaus. Schön, dass du wieder zurück bist in unserer großen Familie und willkommen auch einem und meinem guten Freund, unserem Landrat, Udo Recktenwald. Lieber Udo, wir freuen uns, dass du wieder genesen bist. Und ebenso begrüße ich meinen Staatssekretär Thorsten Lang aus dem Innenministerium, Minister AD Karl Rauber, den ehemaligen Chef der Staatskanzlei. Er kommt allerdings nicht wie der Thorsten direkt aus St. Wendel, aber er schafft auch weiterhin für St. Wendel, wie auch der ehemalige Intendant des Rheinischen Rundfunks, Professor Thomas Kleist und Landrat AD Franz Josef Sepp Schumann, eingerahmt durch unseren Ehrenbeigeordneten Günther Jung. Ein herzliches Willkommen den Senioren, Senatoren des heutigen Abends. Und natürlich herzlich willkommen den Mitgliedern des Stadtrates, den Ortsräten, mit unseren Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern an der Spitze, unseren Ehrenortsvorstehern, den Mitgliedern des Kreistages, unseren Hilfsorganisationen von DRK und THW, vertreten durch Joachim Hönig und Michael Klees und unsere Stadtwehrführung, angeführt von Stadtwehrführer Dirk Schmidt mit seinen Löschbezirksführern. Ihr Männer, Kameradinnen und Kameraden, was ihr in den letzten Wochen gemacht habt, das war richtig große Leistung, einsame Spitze. Danke für euren Einsatz. St. Wendel, dankt euch. Ja, begrüßen Sie auch mit mir den Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft, Eckehard Hui, den Geschäftsführer der Stadtwerke, unserer St. Wendler Stadtwerke, Thomas Bittel, mit unserem Ex-Chef Dietmar Bauer und den Vorstand der Kreissparkasse, Marc Klein, Pfarrer Ulrich Kräuter für die evangelische Kirchengemeinde, Dekan Klaus Leist für die Pfarreiengemeinschaft St. Wendel und die Vertretung der Polizei hier in St. Wendel. Unsere Stadt braucht Sicherheit im sichersten Landkreis des Saarlandes. Vergesst uns bitte nicht. Und nicht zu vergessen, mein Beigeordneten-Team mit Gerhard Weyand, Peter Zeyer und Kurt Wiese. Und die drei Männer werden angeführt durch meine erste Beigeordnete Elisabeth Elli Grob. Und ganz besonders aber begrüße ich Sie alle, die Sie heute zu uns gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. Zusammenwirken, zusammenarbeiten und zusammenhelfen. So sind wir durch diese vielen Krisen gekommen. Das hat uns im Rathaus und auch mir selbst viel Kraft gegeben, weil ich wusste, dass ich mich jederzeit auf Sie verlassen konnte. Dafür meinen ganz persönlichen Dank an Sie alle, stellvertretend für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Stadt, in dieser wunderbaren, strahlenden Stadt St. Wendel, der schönsten Stadt im Saarland. Herzlichen Dank persönlich auch an Sie alle. Und jetzt schauen Sie einmal, was in den letzten 4 Jahren alles so geschehen ist. 4 Jahre. Ich hoffe, wir haben goldene 20er Jahre, aber ich glaube, wichtig ist, dass es friedliche Jahre werden. 4 Jahre sind vergangen seit dem letzten Neujahrsempfang. 4 Jahre, die gar nicht so verlaufen sind, wie sie eigentlich sollten. Wir müssen das Infektionsgeschehen weiter verlangsamen. Das ist die wichtigste Botschaft in der aktuellen Lage. Es gibt erneute Einschränkungen. Das Virus erfolgreich bekämpfen.
Kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie steht St. Wendel still. Die sonst so lebendige Sportstadt ist wie ausgestorben. Doch schnell bewegt sich wieder etwas. Die St. Wendeler Bürger treten in Aktion und helfen. Den Menschen, die zu Hause festsitzen, die nicht einkaufen gehen können oder die einsam sind. Hier im Stadtgebiet sind viele Ehrenamtliche unterwegs, die für Senioren einkaufen gehen, damit die sich nicht dem Risiko einer Ansteckung aussetzen müssen. Und ja, das tun wir gerne und wir bekommen auch viel Dank zurück. Und es ist schon auch eine erfüllende Aufgabe, würde ich sagen. Die St. Wendeler Vereine laufen zur Höchstform auf. Die Nachbarschaftshilfe geht reibungslos. Die einen nähen Masken, die anderen machen Musik, um den Corona-Blues zu vertreiben. Im April dann eine der größten Logistikaktionen in der Geschichte der Stadt. 130.000 Corona-Schutzmasken werden an die St. Wendler verteilt. Jeder bekommt 5 Stück. In der Kernstadt baut die Stadtverwaltung dafür eine Drive-In-Station auf. In den Ortsteilen landen die Masken in den Briefkästen. Ein erster Schritt in eine neue Normalität, die über 2 Jahre anhalten sollte. Hallo, ich würde gerne rutschen gehen. Nach dem Lockdown öffnet pünktlich das Freibad wieder. Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen, aber dafür wie gewohnt mit Liegewiese, Rutsche und Sprungturm. Und im Sommer kann bei niedrigeren Infektionszahlen fast schon so etwas wie Entspannung aufkommen. Auf dem Fruchtmarkt in der Sonne, wie gewohnt. Das Jahr 2021 beginnt mit guten Nachrichten. Nach St. Wendel kommt das erste private Testzentrum des Saarlandes. Dafür zuständig ist Konzertveranstalter Thilo Ziegler, der sich an St. Wendel als genialen Festival-Mitveranstalter erinnert hatte. Und hunderte Arbeitsplätze entstehen bei der Heeresinstandsetzung. Dafür kommt sogar extra die Bundesverteidigungsministerin nach St. Wendel und bringt 40 Millionen Euro mit. Auch die Kultur startet 2021 wieder durch. Mit dem Eröffnungskonzert für den frisch renovierten Saalbau. Ein wilder Ritt durch die Genres von Klassik bis hin zum Rock der 60er und 70er Jahre. Und dann darf endlich die Sportstadt ihrem Namen wieder alle Ehre machen. Der Schlossplatz wird zur Arena für den ersten Cityjump. Stabhochsprung in der Altstadt, das funktioniert. Das war ein ganz neues Sportformat. Das haben wir uns auch überlegt, was wir machen können. Und das war ein Hammer, eigentlich diese Sportart zu bringen. Und der Wettbewerb hat voll reingeschlagen. Seit 2021 tut St. Wendel mehr Gutes. Die Luisenstiftung ist am Start und dank tatkräftiger Unterstützung der Herzogin von York hat jetzt zum Beispiel das St. Wendeler Hospiz eine neue Küche, um kranken Menschen ihre letzten kulinarischen Wünsche ohne Probleme zu erfüllen. Und der Wendelinushof konnte endlich seinen Streichelzoo bauen. . 2022 ist das Jahr des Aufatmens. Endlich ist die Pandemie so weit bekämpft, dass es wieder einen Ostermarkt geben kann. Das schönste Fest im Frühling lockt 60.000 Besucher auf Schlossplatz und Fruchtmarkt. Das schönste Sportfest im Frühling ist definitiv der St. Wendeler Marathon. Auch er musste Zwangspause machen und ist 2022 wieder da. Bürgermeister Peter Klär läuft ausnahmsweise krankheitsbedingt nicht selbst mit. Immerhin hat er aber sein Peter-Klär-Wetter mitgebracht. Bei bestem Sonnenschein siegt Lokalmatador Tobi Blum mit einem neuen Streckenrekord. Ein toller Start für die Sportsaison in St. Wendel. Also ich kann am Schluss sagen, es ist ein Volltreffer gewesen. Das war eine gute Entscheidung, den Marathon wieder anzubieten. Auch der Motorsport fühlt sich in der Kreisstadt heimisch und ist 2022 mit voller Kraft zurück. Die Motorsport-Klassik im Wendelinuspark bringt nicht nur Motorradverrückte nach St. Wendel,
Im Gegenteil, die historischen Maschinen begeistern alle. Und es sind nicht nur die legendären Zweiräder, sondern auch ihre legendären Fahrer. Giacomo Agostini ist gekommen, einer der besten Rennfahrer der Geschichte. Der Trubel um ihn zeigt, die Motorsporttradition von St. Wendel ist lebendig. Sie gibt es nicht nur auf alten Fotos. Auch das Zauberfestival ist 2022 endlich wieder da. Und wie die Stadt es vermisst hatte. Magier aus der ganzen Welt geben St. Wendel die Ehre und führen ihre Zaubertricks vor. Auch hier wieder zehntausende Besucher aus ganz Deutschland in der Stadt. Also ich spüre, dass die Menschen erleichtert sind. Diese Zurückhaltung, die wir noch hatten zu Beginn des Jahres, hat sich zum Glück gelöst. Also ist eigentlich ein Zustand, den wir, wie wir ihn immer schon gekannt hatten. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Und es bleibt dabei. Bei Sing City treffen sich Dutzende Chöre in der St. Wendeler Innenstadt. Und beim Weihnachtskonzert des Gunni Marling Chant Ensemble ist klar, jetzt kann es wieder richtig losgehen. Maus! 2023, das Jahr, in dem die Sendung mit der Maus nach St. Wendel kommt. Zum großen Familientag in der Innenstadt. Aus dem ganzen Saarland zieht es klein und groß auf den Schlossplatz. Zu Captain Blaubär, Hein Blöd und Co. Für Fotos und das eine oder andere High Five. Und 2023 ist das Jahr, in dem das Saarland Olympia-Fieber bekommt. Die Special Olympics finden in Berlin statt und St. Wendel ist Gastgeber für die Delegation aus Simbabwe. Wir können uns hier vorbereiten. Es gibt einen wunderschönen Golfplatz. Dort haben die Golfer heute Morgen trainiert. Unsere Boccia-Mannschaft bereitet sich hier vor und unsere Leichtathleten auch. Mit einem großen Fest beginnt die Inklusionswoche. Bürgermeister Peter Klär entzündet das olympische Feuer auf dem Schlossplatz. Und die Athleten tragen es durch die Altstadt. Ein Sport, der in der Öffentlichkeit gerne vergessen wird, der Skatesport. Im Wendelinuspark gibt es seit 2023 wieder eine Skateanlage, die topmodern und gepflegt ist. Zusammen mit dem St. Wendeler Skateboardverein hat die Stadt den Skaterpark renoviert. Das freut vor allem die Jugend. Genau wie das, was nach 4 Jahren Pause wieder im Bosenbach-Stadion los ist. Am letzten Schultag vor den großen Ferien ist das SR Ferien Open Air zurück. Mit Weltstars wie Ray Dalton, Leonie oder Vincent Weiss. Und nach Corona hat hier jeder wieder richtig Lust auf Feiern. Die jungen Leute, die jetzt hier sind, haben teilweise noch nie ein Open Air Konzert erlebt, weil einfach 3 Jahre nichts Vergleichbares passiert ist. Zumindest kein Open Air, das in der Größenordnung auch ohne Eintritt möglich ist. Und ich glaube, das haben wir jetzt möglich gemacht und die feiern sich jetzt so richtig und das freut mich. Doch 2023 war auch ein Jahr der Kriege. Wer darunter besonders leidet? Die Kinder in den betroffenen Gebieten. Um darauf aufmerksam zu machen, haben die Kindergärten in St. Wendel ein Projekt angestoßen. Und seit dem Herbst hat die Stadt einen neuen Platz. Den Platz der Kinderrechte am Mia-Münster-Haus. Wir sind das Sprachrohr oder die Stimme für die Kinder, aber sind wirklich bei der Stadt St. Wendel auf offene Ohren gestoßen, weil was nützt es, wenn man ein Sprachrohr ist und die Stimme und die wird nicht gehört. Und in der Stadt St. Wendel wurde sie gehört. Und St. Wendel wird mal wieder in der ganzen Welt gehört. Mit einem neuen Event, das 2023 Tausende anzieht und international in den Medien Wellen macht. Hallo und herzlich willkommen zur Deutschlandtour im wunderschönen St. Wendel hier im Saarland. 2,3 Kilometer durch die schöne Altstadt, kurvenreich hier in St. Wendel. Es geht los in der Gymnasialstraße für all diejenigen, die sich genau dort auskennen. Und dann der letzte Linksknick, da geht's rein dann in die Bahnhofstraße. Den Bahnhof hat man dann quasi mehr oder weniger im Rücken. Die Altstadt rund um die Basilika, so heißt es ja ganz offiziell, Wendelins Basilika. Traumhaft schön gestern Abend. Was ist denn für dich persönlich das Besondere an dieser Veranstaltung?
Ja, in der Heimat entweder selber Rennen zu fahren oder auch so ein Rennen zu leiten, ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und davor startet ein Mann, den jeder heute auf dem Schirm hat, nämlich Mads Pedersen, den Weltmeister von 2019. Das also die Ausfahrt aus dem Start, Gymnasialstraße, kurz herunter und jetzt beginnt dieser Anstieg. Rein theoretisch, auch praktisch, hätte man hier eine kleine Bergwertung einführen können. 2 Kilometer vor dem Ziel. Sie sehen diese Rampe im Sprint nach oben. Die Zuschauer kommen total dicht ran. Ich habe vom Rahmenprogramm gesprochen. Die Fahrer konnten sich auf dieser Strecke aufwärmen. Nicht nur einfach auf der Rolle, sondern auf diesem Kurs. Das heißt, man hat sie 5, manchmal 10 Mal gesehen, diesen Kurs zu absolvieren, ist ja kein Problem. Bei einer Streckenlänge von 2,3 Kilometer, das war den ganzen Tag über ein tolles Erlebnis. Rick Zabel kommt ins Ziel. Sie sind begeistert. Ein Erlebnis der besonderen Art, Radsport hautnah in St. Wendel. Seit der Tour de France vor 21 Jahren gab es sowas hier nicht mehr. Mehr als 8000 Menschen wollen deshalb dabei sein. Sie sind am Straßenrand, feuern an und machen noch mehr. Man kann ja selber mitfahren, also als Familie. Wir haben jetzt nur die Kinder angemeldet, die können dabei sein und können mal auf einer abgesperrten Strecke fahren. Das ist natürlich ein großes Erlebnis, was dann motiviert. Und ja, einfach mal die Profis hautnah sehen, die man sonst nur im Fernsehen sieht, ist einfach spitze. Tolle Bilder, die wir präsentiert bekommen. Das ist Werbung hier für diese Region. Das ist Werbung für das Saarland. Die Herzlichkeit haben wir gestern alle schon gespürt. Das ist typisch Saarland. Wenn sich der Bürgermeister vorstellt und sagt, ich bin der Peter, dann weiß man, okay, man ist ganz sicher im Saarland. Willkommen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die Deutschlandtour. Und das war natürlich etwas ganz Neues für uns und dieses größte deutsche Sportereignis mit der internationalen Elite des Radsports im Saarland hier am Start zu haben. Und natürlich hat es top funktioniert, denn hier kamen 2 wichtige Elemente zusammen. Wir wissen, was wir können, ich kann mich auf Sie verlassen und wir wollten auch. Und der saarländische Sportminister, er wollte das Event auch. Und dann konnte sich auf uns und mein Wort verlassen. Daraus kann nur Gutes entstehen. Und es war ein voller Erfolg für das Land, für uns auch, nebenbei gesagt. Sportschau, Saarländischer Rundfunk, ZDF, bayerische Sportredaktionen, überall in der Welt, die Bilder der Stadt gingen über den Globus. Sendezeiten im Gegenwert von mehr als 1,2 Millionen Euro TV-Werbung. 6 Millionen TV-Zuschauer allein in Deutschland. 159 Stunden im TV, weltweit Übertragung in 190 Ländern. Mehr als 6000 Erwähnungen in Online- und Printmedien mit einer Reichweite von rund 100 Millionen Menschen. Die Welt zu Gast bei Freunden. Hier lebt das Leben, das bringt Umsätze, ein Sommermärchen. Und dafür haben wir im letzten Jahr auch einiges getan. Wissen Sie eigentlich, dass Sie in der zweitgrößten Stadt des Saarlandes wohnen? Mit 113 Quadratkilometern ist unsere Stadt so groß wie die Innenstadt von Turin, Barcelona oder Paris, der Fläche nach. Und unser Straßen- und Kanalnetz ist mehr als 1000 Kilometer lang, so weit wie von hier bis Budapest. Und allein an diesen Zahlen mögen Sie in etwa ermessen, was es auch für unsere und für meine Mitarbeiter im Bauhof und im Grünflächenamt heißt, diese Infrastruktur zu erhalten. Und hinter all dem steckt eine ganze Menge Arbeit von allen und oft über das gewöhnliche Maß hinaus. Immer mit Leib und Seele unterwegs, damit unsere Stadt sauber und sicher ist. Und meine Leute, sie werden oft zu Unrecht kritisiert und viel zu selten gelobt. Heute ist der Moment, an dem Sie das alles tun können. Und ich denke, das werden jetzt gleich mit einem großen Applaus machen.
Ja, aber Applaus auch für Sie, für die vielen Freiwilligen, die immer für uns da sind, die Überstunden machen und Urlaub opfern. Ich danke Ihnen, Ihnen allen ganz persönlich. Ohne Sie würde auch ich das alles nicht schaffen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ja, und so haben wir auch 2023 wieder einiges auf die Beine gestellt. Mehr als 4 Millionen Euro für Straßen, Kanal und Wegebau. Und allein für die Dorfgemeinschaftshäuser und die Vereinszentren in allen Stadtteilen 1,6 Millionen Euro für die Unterhaltungsarbeiten. Und die Nutzung für unsere Vereine wird weiter kostenfrei sein. Ja, das ist eine wichtige Leistung. Das tun wir auch, solange wir können. Beim SR Fair and Open Air, Sie haben es eben gesehen, gab es mit mehr als 15.000 Jugendlichen einen Besucherrekord. Wir hatten uns seinerzeit gemeinsam mit Thomas Kleist auf den Weg gemacht, dieses Event für das Saarland zu retten. Die Rettungsaktion ist uns gelungen. Jetzt, nach 3 erfolgreichen Jahren, geben wir dieses gute Format guten Gewissens in gute Hände weiter. Aber eines kann ich Ihnen versichern, wir haben schon Plan B für unsere Jugendlichen in der Tasche. Und für 2024 gilt aber auch, keine Steuererhöhung, mehr Geld für unsere Friedhöfe und das bei stabilen Gebühren. Genauso die Schüler- und Kinderbeförderung und die kostenfreie musikalische Nachwuchsförderung an unseren Grundschulen. Und in 2024 gilt mehr Geld für unsere 39 Spielplätze. 2023, die Liste ist ziemlich lang, es gibt nur einen Auszug. Ausbau der Friedhofshalle und der Grundschule Niederkirchen mit neuer Sporthalle. Die Brombach in Osterbrücken und die Gestaltung des Dorfplatzes mit E-Bike-Ladestation. Rita und Ralf schaffen im Dorfbistro und Wenzel am Waffeleisen. Die Baudanderschließung, Mehrgenerationenplatz in Hof. Unterstützung der Dorfjugend und neue Räume für das Jugendtreff. Danke Dani, danke Emilia. Spielplätze in Bubach, die Bullanlage auf dem Buberg. Danke auch an die helfenden Hände der Dorfwerkstatt Marz und Bubach. Grundhafte Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und der Feuerwehr. Und die Dorfgestaltung in der Werschweiler mit dem wunderschönen Kulturlandschaftspfad in unserem wunderbaren und wunderschönen Naturparkdorf Werschweiler direkt an der Oster. In Dörrenbach, Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, Umstellung auf Nahwärme, das Clubheim ist saniert und der Sportplatz ist fertig, Manni macht's. Und jetzt sind alle Sportplätze in St. Wendel grün und die Tennisanlagen saniert. In Niederlingsweiler, Dacherneuerung Feuerwehrgäte aus und in 2024 energetische Sanierung der Mehrzweckhalle, Modernisierung der Räume für die Freiwillige Ganztagsschule. Hier möchte ich mich persönlich und wirklich persönlich danken bei Uwe Schmelzer, bei den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern und herzlichen Dank auch für die Dorfgemeinschaft, für diese positive Aufnahme und diese gute Idee, die der Uwe hatte, die Kinder nachmittags in Niederlingsweiler zu betreuen. Der FCN hat die Kirmes wiederbelebt und übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, Niederlingsweiler hat jetzt auch einen deutschen Meister. Herzlichen Glückwunsch, Billy. Die Niederlingsweiler wissen, wofür. In Winterbach haben wir die Mehrzweckhalle ertüchtigt, das Neubaugebiet Mühlenacht. Dort geht der Grundstückserwerb in vollem Gange weiter. Der Planungsauftrag für den neuen Kindergarten in Winterbach, der wird nur dieses Jahr erteilt werden können. Die Sele Saro Rapsöl zündet den Turbo und das neue Kulturzentrum ist gestartet. In Bliesen haben wir die Grundschule saniert. Hallendach, der Sporthalle, ist in der Ausführung. Nach Zehngert jetzt die Zeseler Straße und. Und der Chef des SV Bliesen wurde 60. Herzlichen Glückwunsch, Opel. In Oberlingsweiler, Sanierung der Friedhofshalle und des Feuerwehrgerätehauses, die Jugendförderung und die Ertüchtigung der Kulturscheune mit einem eigenen Raum für die neue Dorfjugend. Auch hier entsteht Gutes für die Jugend. Danke Silke an dich und dein Team. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wir haben überall gute Leute. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier und überall in der Stadt, es wird unglaublich viel angeleiert und geklärt. So auch hier am Herzen der Stadt. Beginn der Kanalbaumaßnahme, Parkstraße, im Stadtpark. Der Ideenwettbewerb geht in Abstimmung mit dem Landesumweltamt nun in die zweite Phase. Die weitere Aufwertung der Oberstadt, dort wo meine Heimat ist, und die Umgestaltung des Saalbaus. Das Umfeld der Mod, hier gehen die Arbeiten weiter und der Vorplatz am Kulturzentrum Alsfassen wird beplant. Der neuere Seeplatz am Kugelbrunnen und der Platz der Kinderrechte. Danke an mein Team im Tiefbau, im Bauhof und im Brünamt. Alles selbst gemacht. Und ich bedanke mich bei unseren Kindergärten, besonders bei Andrea Cida und Patricia Rammerer. Es war eure Idee. Danke sehr. Neue Bäume, 36.000 neue bunte Pflanzen jedes Jahr und das zusätzlich zu den 15.000 Bäumen im Stadtgebiet. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, 500 Kinder haben letztes Jahr bei uns schwimmen gelernt. Dafür gibt es ein einfaches Wort: Zukunft. Zukunft. Und für diese Zukunft wollen wir uns alle wieder ganz besonders anstrengen. Hier in St. Wendel, in Deutschland und im Saarland. Die Zeiten werden nicht einfacher und uns wird nichts geschenkt werden. Ich glaube, gerade dann brauchen wir Erfahrung und Orientierung. Ein Gefühl für die Menschen. Dann bin ich mir sicher, kriegen wir das hin. Und wir kriegen das hin. Vor 50 Jahren ist das Saarland neu aufgeteilt worden. Jetzt sind wir 52 Städte und Gemeinden. Und dort, hier vor Ort, ganz konkret, wird das Saarland gemacht. Aus der Kernstadt, zunächst alleine, wurde eine Stadt mit 16 Stadtteilen. Zum Glück und vereint in der schönsten saarländischen Stadt der Welt. Sie kennen ja mein Wortspiel. Ohne St. Wendel wäre das Saarland nur die Hälfte wert. Dem ist natürlich nicht so. Aber seien wir doch mal ehrlich. Fehlen würden die St. Wendler dem Saarland schon. Gut, dass es uns gibt, dieses kleine, tapfere, gallische Dorf. Und dieses neu entstandene St. Wendel, das wollen wir in diesem Jahr, im Mai, feiern. Und ich kann jetzt schon versprechen, es wird schön und bewegend werden. Und natürlich haben wir 2024 weiter an unserem Gemeinschaftswerk St. Wendel 2030 gearbeitet. Baustein für Baustein, Schritt für Schritt, Stufe um Stufe, dem Gipfel immer ein Stück näher. Das Missionshaus. Leben, lernen, wohnen, arbeiten und eine Grundschule im Grünen für unsere Kleinsten. Noch dieses Jahr kann Baurecht geschaffen werden. Das ist die gute Botschaft vom Missionshaus zum Visionshaus. Ein hartes Stück Arbeit. Ich habe mich manchmal gefühlt wie bei meinen Marathonläufen. Irgendwann, das wissen manche hier schon, irgendwann bei Kilometer 38 kommt der Mann mit dem Hammer und dann zeigt sich, was man drauf hat. Aufgeben ist keine Option. Und sonst wäre dieses Mammutprojekt nicht möglich gewesen. Nur dafür haben Sie ja Ihren Bürgermeister. Danke, dass Sie mir so den Rücken gestärkt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schule und Bildung. Wir warten alle auf das Schulförderprogramm des Landes. Es wird ja kommen. Und wir sind jetzt schon proaktiv und treiben die eigenen Standortplanungen selbst voran. 100% Nachmittagsbetreuung mit dem St. Wendler Schulprogramm. Das ist unser Ziel. Olympia 2024. St. Wendel ist Teil der olympischen Familie. Im letzten Jahr Gastgeberstadt für die Special Olympics weltweit. Dem folgte meine Zusage, dem Land auch für die deutsche Bewerbung zur Seite zu stehen. Das Projekt Olympia Sportpark St. Wendel ist beantragt und die bei
unserem Innenminister Reinhold Joost beantragte Sporthalle, mit dem ich in guten und in sehr konkreten Abstimmungsgesprächen bin, sie ist bei ihm auf einem guten Weg. Der Bahnhof, die Bahnhofstraße und das gesamte Umfeld. Das Landesamt für Straßenbau ist ein guter Partner für uns bei Planung und Ausführung. Die Bahnhofstraße wird 2025 begonnen. Davor wird es eine Verbesserung des Cityverkehrs in der Innenstadt geben. Ende 2024 Bau eines Verkehrskreisels Ecke Jahnstraße, Urweilerstraße. Das Bahnhofsgebäude selbst. Es soll 2029/30 in die Ausführung kommen, hat das Ministerium mir mitgeteilt. Aber wichtig ist, dass vorher die Nebengebäude der Bahn, Werbeblumen, abgerissen werden. Dafür gibt es gute Bahnsignale. Stand jetzt, ich kann Ihnen sagen, ich bleibe dran. Alle wollen nach St. Wendel. 30 Hektar Bauland, die sind im Planungsverfahren. Lanzenberg, Alsfassen, Remmesweiler, Niederkirchen, Winterbach und 370 Wohnungen in der eigenen Vermietung, das in Jurendorf, der Jahnstraße mit dem Hospital St. Wendel. Es steht jetzt schon im Rohbau. Unsere touristischen Leitprojekte. Wir schreiben dieses Jahr aus. Radweg Urweiler, Ausschreibung Radweg Oberlingsweiler. Es hätte schneller gehen können, es lag nicht an uns. Der Weiterbau Radweg Hüterhof vom Wendelinus-Radweg bis zur Bahntrasse. Das Gewerbegebiet Hottewald. In diesem Jahr Beginn der Bauarbeiten. Wir brauchen Platz und Platz brauchen wir auch im mittleren Ostertal für die Planung eines Neubaus des Feuerwehrgerätehauses. Die innerbetriebliche Modernisierung und Digitalisierung der Stadt bei uns selbst, sie geht weiter. Die Stadtpolizei wird verstärkt, auch hier beispielgebend im Land. Mehrzweckhalle Lieder-Linksweiler, Einsegnungshalle Remmesweiler, Nahversorgung Winterbach, 900.000 Euro für die Dorfentwicklungsprojekte Urweiler, Winterbach und Bliesen. Und sobald die Freigabe aus der Brücken kommt, kann es dort auch losgehen. Und nach der wunderschönen Neugestaltung des Blattes am Kugelbrunnen wird es auch in diesem Jahr weitere Verschönerungen in der Mott geben. Die Marke St. Wendel wird performt und es gibt ein neues Musicalprojekt mit Michael Ewig und seiner wirklich fantastischen Crew. Musical City, ganz großes Kino hier aus St. Wendel. Michael, jetzt schon herzlichen Dank an dich. Ich kann dir sagen, die Zusammenarbeit mit dir, die macht richtig viel Spaß. Neue Wege gehen wir. Die gehen wir auch in der Fachkräftegewinnung. Einzigartig im Saarland. Stadt und Handwerk halten zusammen, weil wir wissen, wir brauchen uns gegenseitig. Genauso wie im Einzelhandel und in der Gesundheitsversorgung, der Landwirtschaft und der Gastwirtschaft. Ziva, Justin, Manu, Ivan, Fabrizio, Francesca, Jens und Franz, Ali, Klitz und Stefan, Molly, Hoss und Steffes, Kreizweg, Max und Moritz, Bruder Jakob, Mühle, Cocky, Journal und Manin, Hippie, Ritchie, Ochs und Spinny. Was der eine produziert, zaubert der andere auf den Teller. Landwirte und Gastwirte. Leute, wir gehören zusammen. Ich möchte Ihnen etwas mit auf den Weg geben. Vergesst bitte den sogenannten ländlichen Raum nicht. Dort, wo wir wohnen, wir die vermeintlich kleinen Leute. Wir ackern auch für das Land. Und ich bin mir sicher, die St. Wendler stehen hinter ihrer Stadt wie eine Eins. Wie Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. Wir grillen mit Johann Lafer und vielen Überraschungsgästen am 4. Mai hier am Fruchtmarkt rund um die Wendelinus-Basilika in unserer wunderschönen Altstadt in der Stadt mit Zukunft. Ja, meine lieben St. Wendlerinnen, liebe St. Wendler, die Zukunft können wir alle nicht vorhersagen. Sie haben mit Ihrer Stadt vieles erreicht und noch vieles vor, da bin ich mir sicher. Nicht für jedes und alles gibt es die schnelle Lösung. Das wissen wir, das wissen Sie und das weiß ich aus langjähriger Erfahrung. Mit Besonnenheit und dem Willen, gemeinsam etwas zu bewegen, bleibt Ihre Stadt weiter auf einem guten, guten Weg. Die Zukunft wartet nicht auf uns. Bleiben Sie,
weiterhin Ihrer Stadt aktiv treu. Das wäre meine Bitte an Sie am heutigen Abend. Im Namen der Kreisstadt St. Wendel wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr 2024. Herzlichen Dank. Peter Klär, meine Damen und Herren. Thank you.